Hey Freunde, was geht ab und herzlich willkommen wieder hier zurück auf meinem Kanal und die Wiederbelebung, das Comeback auf YouTube ist natürlich hier wieder in meinem alten Zimmer. Ihr kennt es Leute, die ganzen OGs da draußen, die kennen natürlich diesen Platz hier Leute. Das ist mein altes Zimmer, wo alles angefangen hat und ich sehe da gerade selber, guck mal was ich hier gerade habe, was ich gefunden habe. Früher habe ich das von einem Zuschauer geschenkt bekommen, 100.000 auf TikTok. Krass, wie schnell die Zeit umgeht, Leute. Heute, wie ihr schon am Titel lesen könnt, haben wir ein richtig geiles Video. Und zwar habe ich den Kopfhörer-Prank an Jalel, Leute. In letzter Zeit hört Jalel sehr, sehr oft Musik. Er ist irgendwie gerade in so einer Depri-Liebesphase, keine Ahnung. Irgendwie, wahrscheinlich, weil irgendwie sein Crush einen Freund jetzt hat vom letzten Musikvideo. Vielleicht liegt es einfach nur daran, dass er irgendwie Sima aktuell gerade nicht treffen kann und wir ein bisschen warten müssen, bis das Wetter da auch schön ist, damit wir richtig geile, coole Videos für euch machen. Auf jeden Fall verfolgt alles auf Instagram. Ihr dürft nichts verpassen, Leute. Dort haben wir auch einen Broadcast-Channel. Wie es weitergeht, alle Updates, Tickets und so weiter. Ich warte jetzt einfach, bis ihr jetzt auf Instagram folgt, Leute. Weil jeder, der jetzt folgt und mir schreibt, ich komme von YouTube, den schreibe ich zurück. Ihr habt 10 Sekunden Zeit, ab jetzt kurz rüber zu gehen. Meint ihr echt, passen jetzt rübergegangen? Auf jeden Fall, Leute, bevor das Video startet, haben wir noch eine richtig geile Sache. Und zwar habe ich heute was sehr, sehr Cooles vor. Und ihr wisst, ich zeige meine Mama nie auf YouTube. Ich finde so, keine Ahnung, Mama ist so, so was Richtiges. So, wisst ihr, so Mama, wenn er so ein bisschen was Gegenwind bekommt, der kriegt das hin. Der ist ein Mann, so wisst ihr, was ich meine? Aber so eine Mama, ich finde so das richtig heilig einfach. Und das war der Grund eigentlich, weshalb ich so nie meine Mutter gezeigt habe. Aber heute haben wir was richtig Cooles und zwar schenke ich heute meiner Mama einen Kühlschrank. Und ja, das ist auch ein richtig geiler Partner von mir. Aber ich will nicht zu viel spoilern. Ich zeige euch einfach jetzt, welcher Partner es ist. So Freunde, das ist auf jeden Fall hier der Kühlschrank. Und ihr seht schon selber, der ist blitzeblank neu und riesengroß. Ich bin sehr gespannt, wie sie später reagieren wird. Wir werden den jetzt schön so mit Geschenkpapier einpacken. Ich erzähle euch erstmal ein paar Informationen über den Kühlschrank. Dieses Video wird unterstützt von Midea. Vielen, vielen Dank, dass ihr es ermöglicht, meine Mama glücklich zu machen. Midea ist einer der weltweit führenden Hersteller für Haushalts- und Klimatechnik. Geräte sind alle nicht nur leise im Haushalt, sondern auch langlebig. Der Kühlschrank zum Beispiel ist richtig easy mit dem LED-Display zu bedienen. Zudem sorgt auch noch All-Around-Cooling dafür, dass es die ganze Zeit schnuckelige 6 oder 7 Grad in eurem Kühlschrank durchgängig bleibt. Durch die Funktion No Frost dürft ihr niemals Angst haben, dass ihr euren Kühlschrank abtauen müsst. Hier könnt ihr ganz einfach einstellen, wie viel Grad euer Kühlschrank haben soll. Und durch LED-Light ist der Kühlschrank immer perfekt ausgeleuchtet. Freunde, und ich finde, dass also das Allergeilste ist, dass man sich hier direkt Wasser auffüllen kann. Auf ganz entspannt. Also wie geil ist das denn? Aber machen wir erstmal ein Geschenk draus. Und ja, Freunde, so sieht das Ganze aus. Ich weiß, ich bin nicht der Beste in Einpacken, Leute. Bitte judge mich nicht für dieses Einpacken. Aber auf jeden Fall, wenn meine Mama dann von hier reinkommt, wird sie diesen Kühlschrank vor sich sehen und sie wird sich höchstwahrscheinlich sehr, sehr freuen, einen neuen geilen Kühlschrank zu haben. Vor allem guckt mal, wie riesig der ist. Der ist so nice. Man kann sich sogar hier Wasser machen und so weiter. Das ist so nice, Leute. Ich sag's euch, wenn ihr einen Kühlschrank braucht, Midea ist das Beste, was ihr jemals finden könnt. Vor allem ist der Kühlschrank maximal energiesparend. Vor allem bin ich so überzeugt von dieser Marke, Leute. Ich habe so viele Küchengeräte und Haushaltssachen von Midea, Leute. Und ich war bisher nur zufrieden. Das ist der Grund, weshalb ich auch die als Partner angenommen habe und wirklich auch euch die als Partner mitteilen möchte, dass ihr wirklich dort keinen Fehler macht, wenn ihr von Midea Sachen kauft. Und in der Videobeschreibung seht ihr noch einen Rabatt, Leute. Und dort könnt ihr einfach auf den Link gehen und mal schauen, was ihr vielleicht für eure Mama, für eure Schwester, für eure Freundin oder für euch selber zu Hause bestellen wollt. Schaut mal gerne rein. Es gibt richtig geile Angebote und wirklich, Leute, das, wenn ihr da einmal einkauft, ihr braucht locker mindestens eure 10, 15 Jahre euren Kühlschrank nicht wechseln. Aber fahren wir jetzt erstmal zu Jalel und ich würde sagen, let's go. Okay, Freunde, ein kleiner Einblick. Meine Mama hat mir gerade ein Video geschickt, wie sehr sie sich über den Kühlschrank freut und das seht ihr jetzt. Hallo Jamal, deine Überraschung ist angekommen. Habe auch schon eingeräumt. Ganz toll, mit LED-Licht. Sehr, sehr viel Platz drin. Da lohnt sich der nächste Einkauf. Also viel Stauraum. Ganz toll. Hab mich riesig gefreut. Hab mir sowas schon immer gewünscht. Und auch das Design. Einfach toll. Danke dir. Okay, Freunde, wir sitzen jetzt im Auto. Es geht jetzt los.
Wir werden auf jeden Fall Jalal pranken, seine Kopfhörer durchschneiden. Wir müssen das irgendwie hinbekommen. Und danach werde ich ihn die AirPods schenken. Aber das weiß er erstmal nicht. Das heißt, erstmal wird er denken, dass wir ihm sein Leben versauen und seine neuen Kopfhörer ihm zerschneiden. Am Ende kriegt er dann die AirPods geschenkt und ich bin sehr gespannt, wie er reagiert. Also Leute, drückt auf Folgen, es kommen demnächst mehr YouTube-Videos wieder. Leute, ich werde versuchen, zweimal in der Woche hochzuladen, Leute. Wir werden jetzt YouTube durchziehen. TikTok, weiß nicht, TikTok mag mich irgendwie nicht mehr. Deswegen, Leute, abonniert hier, Glocke aktivieren. Es wird jetzt richtig geiler YouTube-Content kommen. Schreibt mir auch gerne unten in die Kommentare rein, was wollt ihr sehen, zum Beispiel mit Jalal. Was wollt ihr für Formate sehen? Wollt ihr wieder, dass ich einen Tag lang entscheide, Jalal mein Leben mache? Was wollt ihr sehen? Schreibt es gerne unten rein. Und ich würde sagen, let's go. So, Freunde, wir sind jetzt zu Hause angekommen. Und ich sag mal so, Jalal ist wieder natürlich wie immer in letzter Zeit am Musik hören. Und ich glaube, der hört ein bisschen iLiver-Sounds, seitdem Alena einen Freund hat und wir irgendwie nicht direkt zu Sima können und Sima nicht mehr auf seine Videos reagiert. Was wird sich bald noch ändern, Leute? Bald kommt was richtig Krasses auf euch zu. Folgt schon mal auf jeden Fall auf Instagram durch JamoTV. Dort kriegt ihr alle Update-News. Wir haben dort eine Gruppe gemeinsam, wo ihr direkt Updates und Infos bekommt, wenn irgendwas Neues bei uns am Start ist. Und ihr werdet auch dort in dieser Gruppe als erstes wissen, wann wir nach Amerika fliegen. Deswegen geht auf jeden Fall drauf, auf Instagram, in die Broadcast-Gruppe. Und wir gehen jetzt erstmal rein und machen den Kopfhörer-Prank. Assalamu alaikum. Wie geht's? Gut. Wohin, Jalal? Bil-Uda? Wo ist Jalal? Jalalus! Jalal, oh, Jalal! Aber Jalal, was hörst du? Jalal, was hörst du aber die ganze Zeit? Du bist in letzter Zeit nur am Musik hören. Oliver. Was? Oliver. Hast du Heartbroken oder so? Liebeskummer? Alena träumt. Deswegen bist du traurig? Ja. Aber egal, du hast doch Dings. Amerikanische Crush. Ja. Yeah. Wer? Sima. Warum hörst du in letzter Zeit so viel Musik? Das ist voll komisch. Wann hast du damit angefangen? Schon vor 4 Jahren oder so. Vor 4 Jahren warst du, keine Ahnung, 2 oder so. Geh raus, ich will schlafen. Schlafen? Es ist 15 Uhr. Gute Nacht. Okay, Leute, das passt perfekt für uns, weil wir haben jetzt hier diese Schere. Es wird sehr, sehr heftig. Und wir werden Jalal jetzt einfach damit die Kopfhörer durchschneiden. Also, es wird krass. Okay, Leute, ein paar Minuten später. Er hat sich jetzt schon zur Seite gelegt. Das heißt, jetzt ist perfekt für uns anzugreifen. Hallo Jalal, wie geht's? Hä? Papa! Ich habe meine Kopfhörer abgeschnitten. Steht die? Ja! Die neue? Ja! Boah, das habe ich jetzt nicht erwartet. Neue Kopfhörer? Ja. Dande! Papa! Er gehört jeden Tag Musik! Hätte ich diesen sagt er nur, ja, Kalb. Er hört jeden Tag Musik, Baba. Und das Ding ist erst die. Er hört ja jeden Tag Musik, aber du machst das nicht kaputt! Ah, das ist nicht fair. Du hörst die ganze Zeit Musik oder was? Nein, ich mache Hausaufgaben. Und der Lehrer zeigt er nur, Hede. Weißt du, dass der Original ist? Ne? Baba, das ist aber. Er hört die ganze Zeit. Ja, aber trotzdem kannst du doch nicht schneiden! Aber er versteht es sonst nicht. Er versteht nicht. Was soll das Scheiß jetzt? Okay, wart kurz hier. Ich habe eine Überraschung für Jalal. Jalal? Was ist das denn? Ja? Du verarschst mich wieder. Nein, das ist für dich. Ich habe das doch extra gemacht. Hier. Das neue AirPods für dich. Danke. Ja, guck. Danke. Ja, guck, jetzt habe ich wieder gut gemacht, Baba, ne? Und jetzt hörst du wieder Musik, oder was? Ja. Nein. Guck, Baba, das läuft jetzt gut, oder nicht? Guck, er hat dir es auch wieder ja, eine neue gegeben. Ja. Ja, warum weinst du? Warum hast du geweint? Okay, aber Jalal. Aber Jalal, nur wenn du auch Hausaufgaben machst. Ja.
Ich mach es. Sonst nehme ich mir jetzt für mich. Guck, Jalal, bist du jetzt wieder happy? Ja. Sehr gut, ne? Wir haben hier die AirPods anstatt den Kopfhörern. Ist doch besser, ist doch ein Upgrade. Ja. Ja, siehst du? Also, alles wieder gut? Ja. Sind wir wieder Bros? Ja. Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like, ein Abo da für mehr Pranks. Und ich würde sagen, haut rein, folgt auf Insta. Ciao.